Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video, mein Leben mit der Panik und Angststörung Teil 2. Ich muss mich erstmal bei euch bedanken für die zahlreichen Kommentare, die mich erreicht haben im ersten Video. Ich war sehr überrascht, dass das Video so gut im Netz angekommen ist. Ne? Damit hätte ich selber nicht gerechnet. Das war echt sehr erfreulich für mich, muss ich sagen. Also ich war zuerst einmal am Überlegen, ob ich es überhaupt reinstelle ins Internet, weil jeder Hans Franz kennt dann deine Probleme, deine Panikstörung, deine Angststörung. Ja, aber letztendlich habe ich es nicht bereut, es reingestellt zu haben, weil es ist gut angekommen, ich habe damit Leuten helfen können und es sind auch Kommentare dabei gewesen, die mir sehr geholfen haben. Ja. Und heute möchte ich ein paar Kommentare, die ich mir speziell ausgesucht habe, für euch beantworten. Ja. Ich werde jetzt mal die Kommentare vorlesen. Und dann beantworten für euch. Wir fangen mal mit der ersten Frage an. Ich habe gerade dein Video gesehen und finde deine Tipps wirklich gut. Darf ich fragen, ob es dir immer noch besser geht? Ja, also mir geht es nach wie vor zum Glück, Gott sei Dank, besser. Die Panikattacken in der Nacht habe ich jetzt zum Glück nicht mehr. Wie habe ich das Ganze geschafft? Nun ja, ich habe einfach das getan, was mir Spaß macht. Man muss öfters an sich selbst denken, nicht nur immer an die anderen. Das war immer ein Fehler von mir gewesen. Und ja, zum Beispiel das Video machen hier, ne, allein, dass ich das Video mit der Panik- und Angststörung gemacht habe, das hat schon sehr geholfen. Das hat mir sehr gut getan und letztendlich dazu geführt, dass ich jetzt besser leben kann. Ne. Aber das ist bei jedem Menschen unterschiedlich. Ne. Das muss jeder für sich selber herausfinden. Entweder mit einer Therapie oder halt alleine. In diesem Fall habe ich es alleine getan. Ich war eigentlich in Therapie gewesen, aber habe dann leider für mich selber entschieden, dass das Ganze ja nichts für mich ist. Ich möchte das lieber alleine auf die Reihe bekommen und habe das Ganze dann abgeblasen. So, dann gibt es hier noch einen Kommentar, der hat mich sehr lange beschäftigt. Ich lese mal vor, vom Vivian. Ich bin vollkommen bei dir. Ich leide daran nun schon seit 2 Jahren, war 5-mal im Krankenhaus, einmal war mein Puls auf 169, einfach so, Magensäure aufstoßen habe ich täglich. Mittlerweile kann ich ohne Blutumessgerät rumlaufen, was bis vor einem halben Jahr nicht ging. Ich habe nur noch im Bett gelegen, bin nicht mehr zur Schule, habe mein Fachabi nicht geschafft dadurch, all meine Freunde verloren. Man passt nicht in die Norm, man ist anders. Das Herzrasen und Stolpern hatte ich nahezu gefühlte 10.000 Mal am Tag, jetzt nur noch selten. Aber es wirft mich dann echt aus der Bahn. Danach muss ich schlafen. Schlaf braucht man eh mehr als alle anderen, da man so viel mit sich selbst beschäftigt ist. Wenn du reden magst, melde dich. Ja, erstmal vielen Dank für das Kommentar. Es hat mich sehr bewegt. Vor allem der Satz, man passt nicht in die Norm, man ist anders. Warum ist man jetzt so viel anders, nur weil man unter einer Panik und Angststörung leidet? Wir sind alles nur Menschen, jeder hat seine Probleme, jeder geht anders mit seinem Problem um. Ne? Der eine verträgt es weniger, der andere mehr. Ne? Ich bin immer ein Typ, der alles runterschluckt, der sich vieles gefallen lassen hat, auch heute noch, leider. Ja, das Magensäureaufstoßen habe ich täglich. Ich selbst habe es auch noch täglich. Das kam früher mit einmal, ne? Damit habe ich gar nicht gerechnet. Aber das wird mich wahrscheinlich noch mein ganzes Leben lang begleiten. Ich weiß auch nicht, wie ich es loswerden kann. Etwas reduzieren kann man es, indem man auf die Ernährung achtet. Da gibt es so verschiedene Mittel, zum Beispiel Lufus Heilerde. Das kann einem wenig helfen. Langsames Essen. Oftmals ist es ja auch die Nervosität. Ja, das mit dem Blutummessgerät, da kann ich auch meine Erfahrung berichten. Als ich immer meine Panikattacken hatte, habe ich erstmal meinen Blutdruck gemessen und das war der Fehler gewesen. Es hat mir mehr geschadet, als es geholfen hat. Nach jeder Panikattacke ist man natürlich aufgeregt, man misst den Blutdruck und dann ja, siehst du 180, boah, scheiße, was mache ich jetzt? Ne? Dann wird man noch viel, viel nervöser und es wird nicht besser. Das war immer ein Fehler von mir gewesen, dass ich immer so oft gemessen habe. Das sollte man auch nicht tun bei einer Panik- und Angststörung. Dann habe ich hier noch ein sehr emotionales Kommentar. Ich lese vor. Mir kamen gerade fast die Tränen. Deine Geschichte erinnert meiner wirklich sehr. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich verrückt werde. Hast du auch Erfahrungen damit gemacht, dass dich dein Hausarzt überhaupt nicht ernst genommen hat? Ich meine, wenn man doch jeden Tag bei ihm aufläuft, kann der doch nicht immer nur sagen, tja, keine Ahnung. Sie sind mir ein Rätsel. Sie sind körperlich gesund
und sagen ja selbst, ne, dass sie keinen Stress haben. Dann erhöhen wir doch einfach mal die Dosis ihrer Medikamente. Dazu kann ich nur sagen, das ist in der heutigen Zeit leider oftmals so. Die Ärzte nehmen sich immer weniger Zeit für ihre Patienten. Ne? Ich hatte Glück gehabt, mein Arzt hat sich zum Glück Zeit genommen. Er hat mir zugehört. Ja, heute ist es immer schwierig. Man bekommt oftmals einfach nur eine Überweisung zum Psychiater und dann kann man da sein ganzes Leiden erzählen. Aber hilft einem das auch wirklich weiter? Man weiß es nicht. In diesem Moment auf jeden Fall nicht. Ne? In der heutigen Zeit, ja, das ist leider einfach so. Ne? Das ist traurig. Ich habe da noch ein paar Tipps für euch, die man machen kann, wenn man jetzt unter extremen Schlafstörungen leidet. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe bis heute noch extreme Schlafstörungen. Oftmals kann ich einfach nicht einschlafen. Das fällt mir sehr schwer. Ich habe dann Passionsblume genommen, Melissentee getrunken, Johanniskraut. Das hat mir schon mal ein bisschen die Unruhe weggenommen. Man ist dann entspannter. Man fühlt sich nicht mehr so, weiß nicht, so aufgeregt und diese innere Nervosität, dieses ständige Aufstoßen. Nein, das hat das Ganze zum Glück etwas reduziert und es ist mir leichter gefallen, dann auch einzuschlafen. Ne? Und dann schlafe ich auch meine 6 Stunden und dann ist es gut. Ne? Zumindest besser, als wenn man gar nicht schläft, weil dann ist man tagsüber einfach nur noch schlapp und kann keine Leistung bringen. Ne? Das ist für den Job natürlich auch scheiße. Wenn es dann gar nicht mehr geht, dann muss man halt zur medikamentösen Seite wechseln. Aber man sollte es nicht zu oft machen, weil es kann dann oftmals sein, dass man ohne Medikamente gar nicht mehr schlafen kann. Und das ist dann nicht gut. Und auch nicht der Sinn dahinter. Dann kommen wir zum nächsten Kommentar. Ich habe gerade gesehen, dass du im Einzelhandel bist. Ich habe da auch meine Lehre gemacht und habe schnell gemerkt, ich passe da nicht rein und mir wurde komisch bzw. fühlte mich nicht wohl, wenn die Kundenfrequenz sehr hoch war und wurde leicht nervös. In den darauffolgenden Monaten wurde es immer schlimmer, es kam Schwindel hinzu und heute leide ich unter Panikattacken, die aus dem Nichts kommen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Ganze durch den Stress in meinem Beruf entstanden ist. Ja. Ich habe meine Lehre auch im Einzelhandel gemacht, arbeite jetzt schon knapp 10 Jahre im Einzelhandel und ich muss sagen, der Job macht mir nach wie vor Spaß. Es gibt immer verschiedene Kunden, die auf einen zukommen. Natürlich gibt es auch Stresssituationen, Kunden, die sehr schwierig sind. Aber ja, ich denke mal nicht, dass es jetzt an meinem Beruf liegt. Ich arbeite auch viel, 42 Stunden die Woche. Aber ich muss sagen, ja, es macht mir nach wie vor Spaß. Also in meinem Fall liegt es jetzt nicht an Job. In diesem Fall hier im Kommentar natürlich schon. Dann ist es natürlich sinnvoll, auch den Job zu wechseln oder etwas anderes zu lernen. Das ist dann immer sehr schwierig. Natürlich kann das alles durch einen Job passieren. Warum man jetzt, man ist überarbeitet, man kriegt vielleicht einen Burnout, auch Panikattacken. Das kann alles dann leider so kommen. Das soll es dann auch schon wieder gewesen sein für heute. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich für die vielen Kommentare, die mich erreicht haben, für die Unterstützung. Und ich wünsche allen Leuten, die unter Panik und Anstörungen leiden, alles Gute. Ne? Macht weiter, gebt euch nicht auf, das ist das Wichtigste. Ne? Egal wie hart das Leben ist, nichts schlägt härter zu als das Leben, aber wir müssen weitermachen. Ne? Immer am Ball bleiben, gebt euch einfach nicht auf. Ne? Das Leben ist zu schön und zu kurz. Vielen Dank.